Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blockfilme-Box von GFM. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blockfilme von GFM, das Ganze am 28. September erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Wir haben hier noch auf der Folie einen FSK 16 Hinweis, der uns darüber Aufschluss gibt, dass es sich hier auch noch um eine DVD bzw. um Filmmaterial handelt. Wir werden das Ganze mal hier an der Seite aufschneiden und dann reinschauen. So, der 16er verschwunden. Das war nur ein Sticker, der hier auf der Folie war. Sehr schön. Somit ist die Boxoptik davon nicht beeinträchtigt. Also, GFM Blockfilme. So sieht das aus. Wir haben hier einen alten Röhrenfernseher, also die Box in dieser Röhrenfernseheroptik, sehr schön. Und dann haben wir hier ein etwas verflimmertes Bild. Hier links sitzt der Interpret in der Hocke mit schwarzem Hoodie. Und zwar ist das eben GFM. So sieht das aus hier vor so einem Block. Rundherum ist das Ganze in schwarz bzw. dunkelgrau gehalten. Und auf der Oberseite, oben auf dem Fernseher, liegt da noch so ein Häkeldeckchen. Das kenne ich eigentlich nur von Oma oder aus dem Altenheim. Und auf der Rückseite haben wir noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und die Credits und diese Rückseite des Fernsehers. Also so haben für alle Jüngeren da draußen, so haben früher die Fernseher von hinten ausgesehen. Man hat hier die Anschlüsse, SCART-Anschluss und hier unten war dann der Stromanschluss und hier hatten wir dann das SAT-Kabel, also für die Satellitenschüssel. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das ist eine reguläre Klappbox. So, wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album Blockfilme. Dann haben wir die Enterprise EP. Dann eine DVD, die Hood DVD. Das Album an sich, Blockfilme. Eine Umhängetasche. Und 1, 2 Sticker von Indiebox, glatt weiß. So, und nachdem hier der ein oder andere Boxen halt noch in Folie ist, diese Tasche und dann auch noch das Album, dieses ist ebenfalls eingeschweißt. So. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Interpreten wieder in einer schwarz-weißen Nike-Jacke abgebildet. GFM Blockfilme lesen wir hier. Darunter der Verbraucherhinweis auf Englisch. Und wir haben ihn hier, sieht so aus, als wäre es in Amerika aufgenommen, denn wir haben hier Hot und Drugs und hier steht rechts noch Gangsters Paradise Cracktown. Also das ist Leuchtreklame, in diesem Fall hier entsprechend editiert. Hier hinten lesen wir auch noch GFM. Und was spannend ist, hier lesen wir einen Coffeeshop und Spilo. Also das Ganze hier sowohl in Deutsch als auch in Englisch von dieser Leuchtreklame. Dann haben wir hier an der Seite auch nochmals Albumtitel und Interpret. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 15 Tracks und 2 Features, beziehungsweise 3 Features, nämlich Ado Novo, Hachi oder Hachi Bai und Sig. Also ich muss ehrlich sagen, die beiden sagen mir bislang noch nichts, die kenne ich nicht. Sorry, falls ich die falsch ausgesprochen haben sollte. Credits und Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Booklet. Hier haben wir nochmals GFM abgebildet. Und dann haben wir hier die Tracklist inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Also wir sehen schon, das Ganze hier hauptsächlich von Judy und Mesh produziert. Ist ja auch naheliegend, da dieser gute Mann hier aus Duisburg stammt. Und die beiden Produzenten, Judy und Mesh, ebenfalls. So, hier haben wir die ganzen 15 Tracks aufgelistet. Dann hier noch vor einem alten Mercedes stehend. Dann die Credits zum Album und hier noch ein Foto.
GFM-Schriftzug, auch wieder in dieser Leuchtreklamenoptik. Dann die CD, auch wieder in dieser Leuchtreklamenoptik gestaltet. Und hier wieder diese Gasse oder diese verwischten Lichter, die wir auch schon vom Cover kennen. Dann haben wir mit dabei die Instrumentals zum Album. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. So sieht das aus. Wir haben hier 15 Instrumentals dabei. Also keine Skits oder irgendwelche Interludes, sondern wirklich 15 Tracks. Die ergeben dann auch 15 Instrumentals. So sieht die CD aus. Blockfilme, Instrumentals. Ebenfalls in einer Papphülle haben wir dann die DVD. Die GFM Hood DVD. Wir haben hier den Interpreten mit einem kaputten kleinen Röhrenfernseher vor einem Block sitzen. Und hier haben wir auch wieder einen Verbraucherhinweis. Und hier dann FSK 16 in dem Fall aufgedruckt. Also dieser DVD haben wir diesen Hinweis zu verdanken, der ja auf der Box zu finden war. So sieht das aus. Also hier wird nicht verraten, was es in dieser DVD gibt oder was uns hier gezeigt wird. Die DVD auch in dieser Blockoptik, diese verschiedenen Stockwerke zu sehen, schön gemacht. Und dann haben wir noch eine dritte Papphülle, ein drittes Digisleeve mit dabei. Und zwar ist das die GFM Enterprise EP, also eine Bonus-EP. Und diese hat auch nochmals 6 Tracks mit dabei. Das sind Solo-Tracks bis auf einen, nämlich Put die Kugel. Hier haben wir wieder ein Feature mit dabei. Die restlichen 5 Tracks sind Solo-Tracks, beziehungsweise es sind 4 Tracks und ein Skit. So sieht das aus. Die CD dann ebenfalls in dieser Optik. Ja, sieht zu einer starken Beschleunigung aus. Passend zum Titel Enterprise. Gut, dann haben wir noch mit dabei 2 Sticker. Und zwar sind diese quadratisch. Einmal in schwarz und weiß, ich komme in diese Szene mit einem Salamu Alaikum und dann haben wir diesen GFM Logo Sticker, wobei das F hier charakteristisch in dieser Shotgun, in dieser Schrotflintenoptik ist. Beide quadratisch, beide schwarz und weiß und so Hochglanzoptik. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diese Pushertasche, diese Umhängetasche, auch hier wieder mit Logo GFM aufgenäht. Auf der Rückseite sonst nichts. Und wir haben hier 2 Fächer. Und zwar haben wir einmal das Vorderfach. Dieses hier mit Klettverschluss. Und dann haben wir die eigentliche Tasche, also das Hauptfach. Sieht so aus. Ui, da kommt uns noch ein Boxinhalt zum Vorschein. Okay, dazu kommen wir gleich. Also wir haben hier diese Tasche mit einem kleinen Fach noch darin. Und dann haben wir hier noch GFM Chapter 1 Universal Music. Und wir haben es hier zu tun mit, wo haben wir es? 100% nicht Polyester, sondern Polyester. Okay, also ich schätze mal, da ist ein E abhanden gekommen. 100% Polyester und das Ganze ist von der Urban GmbH Germany. Okay. Und was noch dazu kommt, wir haben hier nicht nur einen regulären Gurt, mit dem man das Ganze dann an der Schulter befestigen kann, sondern wir haben hier in diesem Polster, den man dann über die Schulter gibt, auch noch hier so ein verstecktes geheimes Zipfach. Also hier kann man auch noch etwas unterbringen. Bedeutet, wenn man das Ganze dann auf der Schulter hat, ist das von außen schwer einsehbar, dieses Fach. Also dieses hier echt mehr oder weniger ein Geheimfach. Und dieser Schoner, der ist hier dann mit Klettverschluss um den Gurt rumgemacht. Also kann man natürlich auch ohne diesen Schoner, ohne dieses Geheimfach tragen. Und hier hat man dann eben nochmals einen Reißverschluss mit dabei. Gut. Und in dieser Tasche war dann noch das hier. Und zwar ist das hier so ein kleines Päckchen, so eine kleine folierte Tasche. Und hier haben wir so eine kleine Kette. Das dürfte, wenn ich mich nicht täusche, so eine Gebetskette sein. Also wir haben hier den Anhänger, so aus Silber und Schwarz. Und das Ganze wird dann irgendwie hier in der Hand getragen und dann pro Kugel werden dann hier entsprechend Gebete
vollzogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber soweit ich informiert bin, ist das im muslimischen Glauben eher verbreitet. Es ist, glaube ich, ähnlich wie die Christen zum Beispiel Rosenkranz beten. Also es ist auf jeden Fall so eine kleine Gebetskette. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Gebetskette. Dann haben wir diese Umhängetasche mit diesem Geheimfach. Die beiden Sticker. Die Enterprise EP in der Papphülle. Ebenso wie die DVD, die Hood-DVD. Dann die Instrumentals zum Album. Und natürlich das Album an sich. Blockfilme. Das alles in dieser wunderbaren Box Blockfilme von GFM. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr GFM unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.